Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Blasphemous für die Switch. Und ja, wir haben ja in den letzten Folgen schon super rumgeehrt und müssen jetzt mal in den nächsten Bereich kommen. Also ich habe jetzt geguckt, wir haben hier, kommen wir ja nicht weiter und hier haben wir noch gar nicht alles erforscht, deswegen gehen wir erstmal in Träume dieser Barms. Da haben wir auf jeden Fall noch nicht alles, alles freigeschaltet. Versuchen wir jetzt mal, dass wir da irgendwo durchkommen. Muss ja irgendwie möglich sein. Gehen wir mal hin. Fleischige Überreste. Tentudias fleischliche Überreste. Überreste der ermordeten Novizin Tentudia, die vom Rest der Leiche getrennt wurden, um ihr kirchliches Begräbnis zu verwehren. Wer Tentudia war, willst du wissen? Nun, sie war ein einfaches Mädchen, geboren im selben Dorf wie du und ich. An ihrem 15. Geburtstag geschah etwas Unerhörtes. Ihre Eltern sahen, wie ein Teil ihres Haares sich verflocht und eingedrehte und sich in schmale Dornen verwandelte. Da sie fürchteten, es könnte sich um eine Strafe des Mirakels handeln, übergaben sie das Kind einem fernen Nonnenkloster, das berüchtigt für seine strengen Regeln war, als Novizin. So hofften sie zu verhindern, dass man die widernatürliche Veränderung entdecken und das Mädchen als Heretikerin brandmarken würde. Oh, Heretikerin. Wahrscheinlich. So. Okay. Ups. Wieder hier hoch. So, jetzt weiter. Gehen wir da rein. Genau, hier müssen wir gucken. Ich weiß gar nicht, wo wir längsgang sind, aber ich glaube, hier verschiedene. Ah, okay, hier können wir mal kurz unser. Jo, frei gemacht. Man kann es mal kaputt machen, aber das bringt mir nichts. Ich kann es kaputt machen. Ich kann hier nicht rein oder so in dieses Ding. Nichts ist geschehen. Hm. Sieht so aus, als ob man da irgendwas machen kann, aber ich glaube, man braucht dazu wahrscheinlich irgendwie irgendwas Artefaktiges, ich weiß nicht. So. Da können wir uns einfach kurz umschauen. Ich hau jetzt mal gegen jede Wand, weil es gibt ja immer so ein paar Geheimnisse. Ne? Hier hätten wir auch schon einiges freigehauen. Wir gehen jetzt nur die Wege längs, die noch nicht gegangen sind. Das ist ja ganz unten. Okay. Auf Karte gucken. Hier sind wir längs. Mehr oder weniger. Das ist die Kiez. Konnte ich mal irgendwas holen am Anfang, ne? Oh mein Gott, das ist so blöde, wenn man das. Ich vergesse immer so viel. Eigentlich müsste man sich auf ein Spiel konzentrieren und kein anderes Let's Play nebenbei machen. Und nur auf ein Spiel. Okay. So. Oh, hier wollte ich eigentlich nicht. Genau, jetzt geht's hier unten auch nochmal durch. Gehen wir hier rein. War hier die Verkäuferin? War das hier? Ah, okay, guck mal. Mal gucken, was es hier noch gibt. Hier, das haben wir gekauft. What I am offering you here is as lustrous as the first star of the night. And may my eyes be blinded if I'm lying.
Leere Mattlinse Kugel, also keine Spur von Permut erhalten. Nur ein schwacher blauer Schimmer erzeugt Inbrunst, wenn Objekte in der Umgebung zerstört werden. Was war das hier? What I'm offering you and may my eyes. Mit Moos gefülltes Vorratslager. Die winzigen weißen Blumen im Inneren gewähren einen gewissen Schutz gegen Gifte. Lassen wir nochmal weg, ne? Ja, noch hat sie nicht sowas, was mich jetzt gerade reizt. Let us be captives of them. Gut. Zu wissen, dass es hier war. Ich wusste mich nicht mehr genau, wo das war. Aber das ist natürlich hier. Ich habe auch so viel Kohle. Mir wurde auch schon gesagt, ich soll das Geld irgendwie ausgeben, aber das konnte ich jetzt noch nicht. Irgendwas war uns. Da kommen wir nicht irgendwie weiter dazu. Dann erforschen wir doch erstmal hier weiter. Ah, okay. Ach, verdammt. Wir haben aber nicht so viel Leben, deswegen wir gehen einmal oben rechts längs erstmal. Vielleicht kommen wir ja nochmal irgendwo, wo wir speichern können. Gibt's noch nicht, aber wir sind jetzt hier oben längs. Ach, da steht doch jemand, wer ist denn das? Penitent One. Do not be troubled by me or my outward appearance, now changed and seasoned. This might be a small price to pay for such joyous alliance. My protection does not cease here. Will you require my assistance so, with your die, next uns task? Hilft bei den Boss-Leuten. Also wird der Boss ja wahrscheinlich in der Nähe sein. Also beim letzten Mal habe ich die ja benutzt. Ich benutze sie jetzt mal nicht. Here I shall remain, lest you change your mind. Werden wir erstmal versuchen ohne. Und dann können wir ja nochmal sehen, ob wir die nutzen wollen. Gucken hier. Man geht wahrscheinlich hier direkt zum Boss oder was?
Ja. Klingt auf jeden Fall so. Oh. Was ist denn für ein Baum? Ist das Groot? Ich bin Groot. Achso, ich kann mich gar nicht bewegen. Der war jetzt nicht so hart. Aber es könnte natürlich auch daran liegen, dass der vielleicht. Hätte man den vielleicht früher wahrscheinlich killen müssen. Wahrscheinlich wäre jetzt schon zu weit gewesen. Mal gucken. Ah, okay. Das war es auch gerade echt nur Hack and Slay auf denen. Bisschen konnte man blocken. Blocken konnte ich gar nicht, aber ich konnte so durchrutschen, das ging ja noch. Noch so ein schmelzendes Gesicht. In the name of the great ordeal and the sons of the miracle, may the gold in my visage melt and erase the attrition of your soul. Heart of guilt, return now from the dream. Heilige Wunde der Zermürbung. Heilige Wunde der Zermürbung. Zeichen des goldenen Antlitzes, das die Reinheit der Zermürbung in der Seele des Bösen sind. Oder? Jetzt probierst du da hin. Also, wir haben noch nicht alles erforscht. Man kann da hinten ja auch noch längs, ne? Müssen wir auch nochmal machen gleich. Lass mal hier längs, dann gehen wir da noch nach rechts, glaube ich. Ach, er ist auch wieder da. You have carried out the second humiliation of penance. You have met the visage of attrition. You have yet to prostrate before one last holy visage. Okay. Darf man hier kurz weiter, mal gucken, wo wir hinkommen. Wir gehen noch mal kurz zurück nochmal. Ich will einmal noch da durcheiern durch das Dings, aber wir haben noch nicht alles da. Wir haben noch nicht alles erforscht. Aber was machen wir noch? Wir wollen es einmal erforschen. Oder? Das macht Sinn. Haben wir nicht so lange gebraucht für den Gegner hier, deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit. Machen wir noch. Das muss sich auch lohnen, ne? Für uns. Also gegen die anderen drei ist der Gegner ja nichts gewesen hier, ne? War echt so. Der war so wie der erste Gegner, den man hatte, als den ersten, den wir da getroffen haben. So ähnlich war der ja ungefähr. Aber dann sprechen wir lieber hier ab. So, jetzt mal gucken. Also, es ging ja hier noch weiter, ne? So, noch weiter? Okay. Thank you.
Ja, geh erstmal hier weiter. Huch, was ist das? Was auch gut war? Ach Quatsch, da kann ich mich hin und... Darauf habe ich gewartet. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das? Da kann ich bis nach Albero zurück. Das ist ja ganz hier hinten, ne? War das hier? Hier. Doch, Alter, ist das gut. Weißt du, aber wenn ich mich jetzt da reinbeam, ist die Frage, ob ich dann auch in so einem Portal rauskomme oder ob ich irgendwo anders rauskomme. Müssen wir gleich nochmal machen. Wir gehen auf jeden Fall nochmal hier zurück. Jetzt gehen wir erstmal noch hier unten. Das ist natürlich sehr cool. Cool! Gibt doch Portale. Hab mich auch schon gewundert, dass es die nicht gibt irgendwie. Oh. Wie soll man das denn schaffen, ohne drauf zu gehen? Was ist das? Ich hab's ein Bein von hinten. Kann man hier rein? Der hüpft auch so spät, finde ich. Shit. Na gut. Aber hier mehr gibt's hier nicht. Einfach nicht in diese Richtung. Da können wir nicht durch. Durch die Tür können wir nicht durch. Ist ein anderer Weg? Oder kann ich da irgendwie... Da kann ich nicht, ne? Da komme ich doch nicht längs. Obwohl, nee, wir gehen mal zurück. Ich reiß mal kurz nach Albero zurück. Ich will einmal wissen, wie wir da hinkommen, wo wir da hinlanden. Auch wichtig für uns zu wissen. So. Aber wie cool, da kommt man hier raus. Geil, was ist das? Sträußchen aus Thymian, okay. Wo wir rauskommen hier? Ach, guck mal. Ich kann hier nichts machen, ne? Sündiger Grimm. Versieht Klinge mit der Macht und Ärger. So kann der Büßer deren Vollbild einen einzigen ab. Büßer führt einen vierten Kombo aus. Nutzt die Fallenergie. Also, den schalten wir mal frei. Aber weiter geht's noch nicht, ne? Was denn? Nutzt die Fallenergie aus großen Höhen für einen kraftvollen Sturzangriff. Der Büßer nutzt den Ausweichschwung, um die vom weitesten entfernten Gegner mit mehr Kulpa anzugreifen. Y beim Ausweichen halten. Okay. Ah, okay. Alles cool. Und das hier? Das ist noch cooler. Okay, warte mal. Ja. Wir gehen nochmal zurück. Da gab es noch einen anderen Weg, den wir links gehen konnten. Den machen wir auch noch mal schnell. Oder was sagt ihr? Ich finde das eine gute Idee. Unser Warms. Geht auch relativ zügig an, die Musik. Was für uns gut ist. War ich ja nochmal hier? Hier sind, ne? Da waren natürlich viele Gegner jetzt gleich, aber vielleicht kriegen wir die irgendwie ein bisschen. Gepackt. Mal sehen. Eieiei, da kann man sich schon. Ja.
dich. Gefäß. Ach, was war das mal? Gefäß aus Kristall und Gold, in dem die heilige Galle verwahrt werden kann, die aus den klagenden Brunnen strömt. Steh auf und erzähl uns, was du gesehen hast. Sagt. Ah, okay, okay. Oh, weißt du, wo war das nochmal? Wo können wir das nochmal machen? Füllen. Weiß es nicht mehr genau, aber wir finden das schon wieder. Da habe ich 5 Buddeln unten hängen, das ist ja viel geiler. Dieses geile Ding da. Legende? Brunnen, da. Wo war der Brunnen nochmal? Jetzt hier im Arsch der Welt, da ist ein Brunnen. Sind wir hier drin vielleicht auch nochmal irgendwo ein Brunnen? Also ein paar, da ist noch ein Weg, den wir gleich gegangen sind. Sollten wir mal gucken, wo wir da hinkommen. Das machen wir nochmal. Obwohl, da steht so ein Gang dazu war, den ich gar nicht. Zurück. Hier unten kommen wir nicht rein, ne? Scheiße. Hey. Was? Okay, jetzt macht das keinen Sinn. Das machen wir nicht. Okay, ich renne jetzt einfach nur zurück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.